macht man Mobility oder wann macht man Beweglichkeitstraining sinnvollerweise? Das ist eigentlich ein geiles Thema, weil irgendjemand hat mich heute angequatscht, ich habe den Namen leider vergessen, aber es waren noch viele Namen am Wochenende. Der hat gefragt, wann mache ich Mobility-Training? Mache ich das nach dem Training? So hat er mich gefragt, mache ich das nach dem Training? Weil er der Meinung ist, und es sind ja immer noch viele, dass auch vor dem Training, dass es deine Leistungsfähigkeit einschränkt. Also wenn du quasi vor dem Training in irgendeiner Form dehnst, stretchst oder irgendwie... Dehnen wäre sowieso immer verschrien vor dem Training. Ja. Aber die Leute sind immer noch, auch, ich glaube ganz viele auch, nicht nur in den Boxen, da sind die ein bisschen weiter, meiner Meinung nach, ohne Werten zu sein, weil die Trainer da sehr hinterher sind. Aber gerade im Fitnessstudio ist es meiner Meinung nach so, dass Beweglichkeitstraining vor dem Training immer noch verschrien ist als leistungsmindernd. Immer noch. Ja, ich glaube, das kommt aus dem Sprintsport irgendwie ganz, ganz stark. Da gab es auch, glaube ich, die einzigen mal Studien in dieser Richtung, dass halt Sprinter, wahrscheinlich weil die sich halt minimal Speicherungsenergie aus der Faszie rausziehen, durch ein Stretching oder irgendwas, was die vorher getestet haben, und dann halt wirklich langsamer waren in ihrem Sprint. Und was auch für mich irgendwie logisch erscheint, aber ich selber kann jetzt nicht sagen, dass wenn ich vor einem Bankdrücktraining oder so mal vorher den Pectoralis irgendwie aufmache, dass ich dann deshalb viel, viel schwächer bin im Training oder so, hätte ich jetzt selber noch nie gemerkt. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Training gehe und ich habe das Gefühl, meine Beine sind noch schwer vom letzten Workout, aber es sind irgendwie Kniebeugen dran und solche Sachen, dann mache ich vorher auch schon mal ein kurzes Mobility-Programm. Geh mal auf den Stein, nimm aus der hinteren Kette Spannung raus, geh mal in den Kniestand rein. Dann bin ich total exzessiv, aber früher hätte man andehnen gesagt wahrscheinlich. Ja. Im Sport, im Fußball heißt es immer noch andehnen. Mobility. Ich taste mich da mal so ran und dann fühlen sich die Beine besser an und dann kann ich mein Workout besser machen. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir das Leistung nimmt, ganz im Gegenteil. Also ich finde es viel wichtiger, nach dem Training was zu machen, einfach kontinuierlich immer an der Beweglichkeit zu arbeiten, dass ich halt nicht einfach total viel kürzer werde durch diesen ständigen Kraftreiz. Aber ich finde es auch durchaus mal relevant oder auch in Ordnung eben, mal vor dem Training kurz was zu machen oder vor allem auch direkt nach dem Training was zu machen. Beweglichkeitsmäßig. Ich finde es halt für die Performance brutal wichtig, weil wenn du eine eingeschränkte Beweglichkeit im Sprunggelenk hast und du willst Kniebeugen machen und du machst davor gar nichts dafür, dann ist sie halt nicht besonders tief. Genau. Und dann wird sie auch wahrscheinlich so geil tief aus, wenn du fertig bist mit deinem Training. So. Hat sich dann selbst mobilisiert durch die schweren Sätze. Aber so machen es doch. Und dann bist du fertig und dann kommst du zum ersten Mal runter. So machen es doch die ganzen Weightlifter. Die machen ihr Beweglichkeitstraining, setzen sich mit 100 Kilo unten in Backsquat rein und bewegen die Hüfte ein bisschen nach außen und bleiben gerade sitzen, sodass sie versuchen, dann die Sprunggelenke sauber auszurichten. Und da haben das natürlich schon auf einem guten Level. Die bewegen sich, oder die mobilisieren sich in ihrer Endbewegung. Ja, tiefe Kniebeuge. Das heißt, wenn es für euch da draußen einfach sein soll und ihr habt keine Ahnung, was ihr machen sollt, dann arbeitet mit ganz wenig Gewicht am Anfang bei den Übungen, die ihr verbessern wollt. Zum Beispiel, wenn ihr Bankdrücken macht, dann macht klar sowieso Sätze mit leerer Stange und arbeitet im Full Range of Motion und bleibt mal in den Endpositionen eine Weile drin. Ja, und schaut, dass ihr da die Schulter außen rotiert und so weiter. Arbeitet da drin. Ja. Das ist somit das Leichteste, wie man Mobility-Training in sein Training integrieren kann, ohne dass man es wirklich merkt, weil wir es gleichzeitig ins Warm-up integrieren.